Oh! Scheiße! Das war nicht das, was du wolltest, ne? Nein! Null! Ich wollte, dass Coda gewinnt. Hallo! Servus! Wir haben jetzt schon wieder zu viel Spaß an dem ganzen Thema. Ja. Schön mein Intro unterbrochen. Ja. Yeah. Wir sind in Woche 6, Folge 5 müsste es sein, wenn mich nicht irre. Ich habe komplett alles an Zugang verloren. Wir sind übrigens immer noch in derselben Session, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, wir spielen tatsächlich jetzt seit, keine Ahnung, 2 Stunden durch. Ja, tatsächlich. Kommt ziemlich genau hin. Und wir haben gerade den ersten Pay-Per-View hintergebracht, WrestleMania Backlash. Und wir müssen sagen, die Matches per se waren schon echt stark. Also, echt stark. Absolut, absolut. So, plane ein Eingreifen bei deinem beliebtesten Superstar. Okay. Okay, das kriegt man ja wohl hin, würde ich sagen, ne? Nee, da ist nichts für mich dabei. Gut, Shelton möchte Main Event sein. Machen wir Main Event Tag Team. Les Shelton. Les Shelton. Ach, guck mal, der hat auch keine Ausdauer mehr. Ist auch kaputt. Da wird. Ja, dann scheißt man Main Event halt rein. Ist dann halt so. Das ist dann halt so. Was habe ich bei deinem beliebtesten verfügbaren Superstar eingreifen? Wer ist mein beliebtester? So. Rhea! Ach ne, Drew ist verfügbar. Scheiße. Walter darf nicht. Dann nehmen wir den Kollegen. Und AJ greift Drew an. Da hab ich Bock drauf. Ui. So, muss ich hier irgendwas ändern? Ja, Coda ändern wir mal. Würde wirklich interessieren, ob nicht noch irgendwann ein Titel dazukommt. Ja. Ab einer gewissen Kadergröße oder irgendwas. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Weil das kann doch nicht sein, sag mal. Ja, ich weiß es auch bisschen, nicht. Wir müssen noch ein bisschen Varietät da reinkriegen, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Ach Mensch, warum nicht? Weil ich kein Game Designer bin. Ja, das ist wohl richtig. Ich glaube, ist auch besser so, weil wenn wir Game Designer wären, uiuiuiui. Hätte ich gar keine Zeit mehr in meinem Leben. Gut, ja, so das war das bei mir. Der Hund fällt mal wieder irgendwas an. Ey, mir ist aufgefallen, dass du nicht regelmäßig Herausforderungspromos einsetzt. Ja, ich muss doch auch nicht immer irgendwen herausfordern. Ganz fit, Schmerzen ein, aber ich will keine schwere Verletzung riskieren. Ja, komm, lass Randy, ja, komm. Ein oder zwei Wochen. Nee, wir machen zwei. Komm, wir machen zwei. Der darf sich mal 2 Wochen frei nehmen, das ist okay. Was? Jawohl. So machen wir das. Das war dein Plan. Genau, das war nämlich von Anfang an der Plan. So, du hast so bei einem deinen Champions einen eingreifen Plan. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Ja, also du hast einen Damen-Champion. Ja, ich weiß. Aber Auftaktmatch machen wir Ricochet gegen Diesel. Genau, so sieht es nämlich aus. Normal Match, brauchen wir keinen Eingriff, das passt. Midcard machen wir ein Match mit. Oh! Wird doch ein Problem. Du kannst die Wochenherausforderung nicht abschließen. Oder du enttäuscht Randy. Ja, aber ich will Randy nicht enttäuschen. Richtig. Dafür ist er mir zu wichtig. Dann machen wir mal ein Tag Team Match. Und lassen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen. Nee, warte mal, geh mal zuerst kurz in die Roster verwalten. Ich muss ein bisschen, glaube ich, umbauen gerade mal. Free Agents. Dann nehmen wir bitte. So, wen nehmen wir denn mit? Jetzt lass mal gucken. Wir müssen mal gucken hier. Ich würde fast sagen. Ach, warum kostet der denn so viel? Das ist nicht mein Plan gewesen. Weil tatsächlich. Jeff so wertvoll ist. Ja, ich weiß, aber das ist teuer. Ist teuer. Dann nehmen wir mal. Tja. Och, das ist jetzt echt. Okay, pass auf. Wir nehmen Ray. Wir nehmen Ray. Mal für 10 Wochen. Ray Mysterio. Und wir nehmen noch einmal Bobby Lashley. 10 Wochen. So. Dann können wir da raus. Müssen wir hier mal ein bisschen umbauen. So, dann machen wir hier Midcard. Ein 1 gegen 1. Machen 1 gegen 1. Und dann lassen wir Elias. Gegen
Oh, gegen Taker, das finde ich eine gute Idee. Das finde ich eine gute Idee. Normal Match, brauchen wir keinen Eingriff, das passt. Das ist okay. Und im Main Event kommen wir zu Rey Mysterio versus Bobby Lashley. Okay. Und das in einem Tables Match. So, Promo Numero Uno bekommt Alexa, die eine Herausforderung an Bailey stellt. Wenn das Ja, funktioniert, müsste sie ja muss dafür nicht gehen. da sein. Okay, gut. Und zwei machen wir ein bisschen Eigenwerbung für den Undertaker. Das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil der im Match ist, ne? Genau. Richtig. Sehr gut. Ja, das passt schon. Dann darf, ja, Liv Morgan darf sich mal wieder ein bisschen Werbung machen. Das ist gut. Probieren wir mal. So, Showlogistik, wir nehmen einmal das. Genau, wir machen ein bisschen Werbung wieder. Muss ja wieder ein paar Zuschauer reinholen. Das geht so nicht. Und wir nehmen mal anstatt der Highschool-Turnhalle, nehmen wir, was nehmen wir denn? Also sinnvoll Nee. wäre Konzertsaal, weil du da das Bonusziel erreichst. Oh, das ist natürlich dann super, dann nehmen wir das, ja. Das ist doch eine klasse Sache. So. Road Crew, nee, machen wir mal keine. Nö, das passt schon. Gut. So machen wir das. Buchung So machen wir das. bestätigen. Simulieren. Becky rasiert auch durch alles durch. Mein Gott. Becky ist halt Becky, ne? Ja, gemeint. What? Oi. Oh, okay. Das ist keine gute Show von mir. Aber ist okay, ich muss ja nach dem Pay-Per-View erstmal wieder die Stücke zusammensammeln. Erstmal wieder alles auffrischen hier. So, Diesel gegen Ricochet. Ich hätte ja eine Vermutung, wie das ausgeht. Ja, Ricochet. Wow. Das war bestimmt ein oh, 3-Sterne-Match. Nett. Ausgezeichnete Promo, das gefällt mir. So, Elias gegen den Undertaker. Was zu erwarten? Undertaker gewinnt. Das habe ich mir auch ja erhofft. 2,5 Sterne, das ist okay. Oh. Liv, schade. Gut. Und Bobby gegen Ray, das simulieren wir mal. Da geht es ja um nichts. Oh, Ray gewinnt ein Tables Match. Oh Okay. Gott. 2 Sterne. Eieieiei. Weißt du, ich verkack hart und du kannst trotzdem nicht wirklich davon ziehen. Oder auf Ja, oder nee. aufholen, eher gesagt. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Fans angeht. 43 für dich, Ungefähr die 3 für gleichen. auch. Ja, ich glaube, ich habe 300 mehr Ja, oder irgendwie so. sowas. Aber es sind es halt 27.000 Unterschied. Ja. Das Problem ist tatsächlich, man muss jetzt gerade mal schauen, wie das jetzt weiterläuft, ne? Ja. So, was habe ich für ein Ziel? Gönne deinen Champions eine Pause. Habe ich befürchtet. So. Holy shit. Holy shit. Oh fuck. Armin, Armin. Ja. Ich habe meine Champions nicht. Was soll ich machen? Das stimmt. AJ macht AJ wird jetzt mal Richtungswechsel. hier Face. Nice. Nicht gut. Gefällt mir gut. Tatsächlich. Wobei. Ja, im Prinzip. Ja. Oh, okay. Ja, Herausforderung. Darfst du das jetzt überhaupt machen? Warum nicht? Weil deine Champions eine Pause Ist ja braucht? nicht da. Ach so, okay. Du konntest ja auch vorhin Bailey rausfordern, obwohl sie verletzt Das war. stimmt, ja. Ja, bei den Zielen muss man ja nur ein bisschen aufpassen, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Haben das ja vorhin festgestellt. Ja. Wir haben es beim Testen schon tatsächlich festgestellt. Ja, manchmal echt hart. So, Main Event. Oh Gott. Was denn? What's gonna happen? What is about to Kann happen? ich nicht machen, was ich vorhab. Oh, das ist. Nee, das ist doch scheiße. So, wir machen das so. Machen wir hier den mit dem gegen den. Barack. R-Truth, das hätte ich gerade so gefeiert. Das Problem ist, sie müssen sich alle ausruhen, die ich einsetzen wollte. So, und der will Ja, das gegen. ist halt so ein bisschen der Nachteil, was den kleinen Kader angeht, Ja. ne? So, der wollte ein Rematch. Hat er So. sich halt Brock geschnappt, ne?
Nee, du hast Taker. Ja. Großartige Match-Szenen wollen auch eine Show mit Abwechslung bei den Kämpfen. Ja, ich weiß. So, Ricochet, ich habe letzte Zeit hart gearbeitet für eine Titelchance. Den nächsten 3 Wochen, Ricochet. Ja, komm, können wir schon mal probieren. Komm, können wir mal probieren. Und Kevin hätte mal wieder Bock auf ein Match. Ja, komm, okay. Ja, komm. Kevin darf auch mal wieder ein Match haben. So, sorge dafür, dass der Undertaker in dieser Woche eine Promo macht. Auch das ist kein Problem, würde ich mal sagen. Eigenwerbung Taker, safe call. So, Opener, Kevin Owens. Gegen. Nein, nicht gegen. Nein, nein, nicht gegen Randy, auf keinen Fall. Gegen. Nee, Ricochet auch nicht. Ich würde sagen, Ray. Randy darfst du auch nicht einsetzen, weil du ihm versprochen hast. Dass er 2 Wochen frei hat. Genau. Genau. So sieht das nämlich aus. Mit Card machen wir mal ein Tag Team Match mit den Damen. Und da setzen wir Liv und Lexi. Ah ne, Tony. Okay, warte mal. Wenn da Tony gerade noch mit drin ist, dann machen wir. Ach so, ja. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Haben wir denn eine Dame irgendwie zur Verfügung im Roster, also bei den Free Agents? Ah, Naomi. Du hast Who the fuck are you? ein paar Jobber und hier hast du nur Face. Keine Ja. Heels. Ja. Dann nehmen wir halt einen Jobber dazu. Was soll's? Komm, dann nehmen wir halt diese Maya T. Ja, du Kirk. kannst Maya oder Sammy nehmen. Naja, nehmen wir Maya T. Kirk. Nehmen wir halt mal einen Jobber dazu. Hilft ja alles, nix offensichtlich. Also Lexi und Tony, genau, gegen Maya T. Kirk und Peyton Royce. Ich meine, das ist ein gutes Jobber-Team. Es wird lustig, wenn Maya gewinnt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein Normal-Match, brauchen wir keinen Eingriff, das passt alles. Promo Nummer 2 machen wir mal. Ah, ich würde eine Herausforderung aussprechen lassen von Ricochet an. Oh ja, nee, nicht an diese, sondern an Randy, genau. Muss er ja jetzt. Und im Hauptmatch machen wir dann. Du hast nur Ja, Heels. ich hab ein paar viele Heels im Moment. Das ist durchaus richtig. Ist noch irgendjemand? Was haben wir denn hier noch? Ja, fuck it, gib ihn her. Fuck it, it doesn't help, it doesn't help. John Cena versus Elias. In einem Normal Match. Wir machen aber einen schönen Eingriff. Und zwar mischt sich. Oh, da warte mal, das finde ich jetzt eine ganz gute Idee eigentlich. Sheamus mischt sich ein Okay. und greift John Cena an. Okay. Okay. So, Okay. und dann machen wir natürlich Pyro, machen Werbung. So sieht es nämlich aus. Und ja. Also in der Halle hast du kein Ziel erfüllt. Okay. Dann holen wir mal noch die Crew dazu. Die hier dort. Nee. Ich meine nur wegen dem Ziel. Achso, was ist denn hier? Gebuchte Superstars mit unter 2 Sterbpower gewinnen nochmal einen Moral. Showqualität muss. Ja, komm, dann mach. Komm, auf. Komm. Komm, was soll's? Was soll's? Was soll's? Bin ja Ist so halt nett und wie es ist. helf dabei. Ja. Schön Zehntel deines Budgets für eine Show. So. Brock und Johnny Gargano ist halt auch so. What the Ist fuck? auch ein interessantes Team durchaus. Okay. Okay, gar nicht mal schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt. Becky marschiert da durch. Becky ist auch der nächste Challenger für Rhea. Kannst du sagen, was du willst. Ja, natürlich, also das muss ja. Oh, okay. Die beiden wollten Shelton unbedingt. gegen Damien. Ja, die wollten unbedingt. Ja, und Shelton gewinnt. Okay. Okay. Ja, 3 Sterne ist okay. Oder 2,5. 2,5, ja. So, guck mal. Kevin gegen Ray, das könnte ein gutes Match sein auf dem Papier. Ray gewinnt, Ja, okay. 2 Sterne. Ah, Ja, es ist nicht so geil. Taker ausgezeichnet, natürlich. Jetzt bin ich. Ja, das war klar. Ja, okay, gut. Ja, gut, gut. Auch dass es enttäuschen wird, war Anderthalb. klar. Ja, natürlich. Schwach von Ricochet, die Oh, Promo. ja. So, Johnny Big Boy Cena. Verliert durchs Einmischen.
Natürlich. Auch nur zwei. Also Eieieiei. miese Show von uns beiden. Ganz, ganz schwach hier. 37,6. 40, du hast 3000 aufgeholt. Hey. Na, immerhin, immerhin. Wir kommen ein Stückchen näher wieder. Ja, Zumindest ein ganz kleines Stück. klar, Dakota möchte klar, gerne ein Cody. Match. Heidenei. Er ist hier drin. Heidenei. Keiner, den ich haben will. Aber nicht? Nicht mal Ciampa? Nee, weil er nur 5 Wochen ist und nicht permanent. Ja, gut, das stimmt. Das ist natürlich blöd. So, dann haben wir AJ, der Drew herausfordert. Oh, that's a nice pairing. Erstmal Wellness auf Drew, damit er wieder hochgeht. Ah, 54 Ausdauer sieht schon besser aus. So, Code habe ich Matt versprochen. Verstehe halt leider wirklich nicht, warum wir nicht Triple Threat Fatal Ja, ich kann es ja auch nicht 4-Way. sagen. Mensch, das ist so ärgerlich. Könnte man so schöne Sachen kreieren. Ja. Und wir ja sowieso mit unseren völlig kranken Köpfen teilweise. Minimal. Jetzt kann ich Becky hier nicht mehr einsetzen. Ne, genau. So, dann haben wir. Da wollte ich hin. Entschuldigung. Ja, eigentlich hast du jetzt ja jemanden, der immer im Main Event steht, ne, wenn er da ist. Richtig. Oh, nicht erreichen des Commissioner-Ziels. Was Ja, hast du hier für ein ja, ja. Commissioner-Ziel? Eingreifen. Ah, eingreifen, okay. Ist relativ simpel tatsächlich. Okay, ja. Aber ich irgendwie der. Geh weg. Machen wir das so. Weil die beide eh eine Feder am Laufen haben. Ja, klar. Nischt, nischt, nischt. So, zack. Da. Superstars achten. Wellnesskarte, weil Bailey Ah, verletzt ist. okay. Ja, okay. Ja, okay, alles klar. Leichter Sieg für Lexi. Da würde ich auch mal sagen. Okay. Ich habe in letzter Zeit Lashley und Sheamus. Okay, let's go. Let's go. So, dann, so, plan diese Woche bei Eingang bei deinem beliebtesten Superstar. Verfügbaren. Okay, interessant. Gut, Taker. Taker. Okay, gut. Kriegen wir auch noch irgendwie hin. Opener machen wir Lexi Das da. gegen, genau. Gegen das da. Genau, Normal Match. Brauchen wir auch nichts. Midcard machen wir. 1 gegen 1, wir wollen mal Liv Morgan wiedersehen. Gegen Peyton Royce in einem Tables Match. Okay. Damen dürfen sich mal richtig auf die Glocke geben. Und Main Event Willst du mal Tag Team Taker. oder? Ja, genau, als Tag Team. Taker mit. Oh, das ist eine coole Idee. Pass mal auf. Taker mit Sheamus. Mit John, genau. Mit John, Entschuldigung. Gegen Sheamus und Lashley. Ja, die wollten ja. Boah, Genau, die das ist aber wollten auch ja. perfekte Harmonie, das Match. So sieht es nämlich auch noch aus hier, ne? Also. Und eingreifen, genau. Und es greift ein. Randy. Gegen Taker, klar. Weil da auch noch Fehde mit drin ist, Das ne? ist opti also das Match ist optimal von Und wir der. machen da draus ein TLC-Match. Wow. So. So, jetzt aber richtig. Promo. Eigenwerbung für Ricochet. Wir probieren es einfach mal, ob es funktioniert, werden wir rausfinden. Und wir machen noch ein bisschen Werbung für. Ja, ja doch, Elias. Komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für Elias. Und wir setzen mal eine Wellnesskarte für Bailey, dass die mal wieder fit wird. Geht Weil nicht. das geht Die ist ja. schon verletzt. Kannst Reha machen. Achso, dann Reha. Dann machen wir Reha. Aber sie ist nur noch eine Woche verletzt. Das macht keinen Sinn. Die ist nächste Woche eh wieder da. Achso, okay, dann habe ich mich gerade verguckt. Ich dachte, ich hätte 2 Wochen gelesen, Ja, aber verletzt okay. eine Woche. Eine Woche. Okay, alles klar, dann nischt. Dann, Gut. Oh. oh, da war doch was. Ja, dann nehmen wir doch die Rechte, würde ich sagen. So, genau, ja, schön. Jawohl. Alles erfüllt. Jawohl. Kostet zwar die Show auch mal kurz 100.000, aber was soll's. Ja, aber die kriegst du auch wieder rein. Hoffe ich doch zumindest. Also, es wäre schlimm, wenn nicht. So, Johnny gegen Damien. Ei. Und war ja auch eingreifen von Benjamin. Ja, gut, stimmt. Nur okay.
Jesus Christ. Und das bei AJ? Gut, Rhea. Oh, auch 2,5. Ja, ist okay. Becky. Ausgezeichnet. Das wird auch lustig. Das hätte man sich eigentlich ja sogar angucken können, ne? Das, es wird nicht mein letztes Match mit Brock gewesen sein. Wow, 3,5 Sterne. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, es wird nicht mein letztes Match von ihm gewesen sein. Ja. Also ich meine, komm, Lexi, das muss jetzt aber... Ja. Ja, gut. Das liegt halt an der guten Frau da, ne? Maya T. Kirk. Genau. Liv gegen Peyton. Liv gewinnt. Ja, okay. 3-Sterne-Match. Allein ausgezeichnet. So, und das bin ich jetzt mal gespannt. Ja, durchs Eingreifen wahrscheinlich. Und ein 4-Sterne-Match. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ist das nämlich. Ja, jetzt haben wir aber mal richtig aufgetrumpft hier. Also von uns beiden eigentlich eine gute Show. Ich war nicht ganz zufrieden. Ah, aber. Ah, 26.000 Profit immerhin noch. Ja, und 4.000 Fans aufgeholt. Ah, ich komme langsam wieder ran, ne? Also langsam. Nächste Woche ist Pay-Per-View. Oh, nö. Oh, AJ. Okay. Okay. Ich meine, das Titel, der alle verlässt, Dussel. Ist so. Eine kleine Partnerschaft okay. Eingeben würde. Ja, ich soll einmal in seiner Ecke sein. Ja, gut, okay. Sorge dafür, dass Drew McIntyre eine Promo macht, das kriege ich hin. So. Die geben sich gegenseitig mal eine Herausforderung. Ja, du. Ah, verlockend. Da wollte ich sagen, was haben wir denn? Ja, eigentlich brauche ich nicht noch mehr. So, was habe ich jetzt? Coda hat einen Sieg gefordert. Okay. Kota ist böse. Böse. So, da muss Shelton hin. Sieht doch mal gut aus hier. Zack. Ich hab die Kohle. So. 88.000 Showkosten. Ja, meine letzte hat über 100 gekostet. Ja, ich weiß. Also macht dir nichts draus. Ja, ich weiß. Ende der Woche aus. Yo, Diesel, danke. Du kannst dann gehen. Das ist okay. Keine Titelkämpfe, was? Achso, ja. Ja, Sheamus und er sind super. Klasse, das finde ich toll. Aus nächste Pay-Per-View Riesenshow liefern. Okay. Auf Deutsch möchte okay. Beim Pay-Per-View antreten. So, total, beliebtester ja. Face gegen beliebtesten Heel sollst du machen. Okay. Beliebtester Face ist Taker. Das ist klar. Beliebtester Heel Elias. Okay. Okay. Da greift dann Randy natürlich ein. Gegen Taker. Sehr klar. So. Dann beginnen wir das Ganze mit einem Diesel-Match noch. Geben ihm noch ein letztes Match hier gegen Ricochet nochmal. Ja, das können wir hinkriegen. Und da machen wir jetzt nochmal ein schönes Tables-Match draus. Und da brauchen wir keinen Eingriff. Und dann machen wir ein Tag-Team-Match. Alexa mit, genau, Tony zusammen gegen... ne, die hat mit Liv Morgan. Dann machen wir mit, genau, Bailey. Und, na gut, wobei. Ja, komm, das ist kacke. Das ist kacke, das ist nicht gut. Normal Match. So, Promo Nummer Uno bekommt heute. Wer bekommt denn? Das ist eine gute Frage jetzt. Ne, wir machen eine Herausforderung von John gegen Sheamus, genau. Und dann machen wir das Ganze nochmal umgekehrt.
Amos gegen John. Klaust du gerade meine Booking-Methoden? Nein. Aber mir ist gerade nichts eingefallen, um ehrlich zu sein. Rechts. Genau. Jawohl. Besserte Beleuchtung, Effekte und Pyros. Muss er einmal ja, kaufen. Komm. Ja, komm. Ja, ist halt so. Was soll ich machen? Ja, komm, auch das noch. Eieiei. Immer musst dieses Geld. Du nicht. Immer dieses musst Geld. Du nicht. Ja, ja, aber ich muss ja gucken, dass ich mithalten kann hier. So, Simulation. Oh. Scheiße. Oi. Das war nicht das, was du wolltest, ne? Nein. Null. Ich wollte, dass Coda gewinnt. Ja, das hat nicht ganz so funktioniert. Ei, nur okay. Menschens Kinder, was ist denn los mit den Zweien? Die nicht so Bock aufeinander, oder wie sieht das aus? Keine Ahnung. Ey, 2-Sterne-Match bei Shelton. Gut, immerhin. Okay. Ja, jetzt aber. Brock und Johnny Gargano. Und das ist ein 3-Sterne-Match. Ja, wunderbar. So, gucken wir mal. Ricochet gegen Diesel. Diesels Abschiedsmatch bei SmackDown. Oder verliert er halt nochmal. Das passt doch, oder? Ui. Okay. Schade, dass er geht. Schade? Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Oh, gut. Ah, okay. Oh, 2,5 Sterne. Okay. Das muss ja... Oh, okay. Aber Level 3. So, jetzt gucken wir mal. So. Walk. Und Elias gewinnt, weil Randy eingreift. 2,5. Oh, Stufe 4. Mhm. Randy Taker und wir sind nächste Woche beim Pay-Per-View. Deswegen habe ich das hier gemacht. Ja, ja, klar. Nochmal pushen. Alles pushen. 44.500. Stark, stark. Nicht, boah, 49, nicht stark genug. McDonald comes closer. Und wir sind bei Payback. Jupp. Gut, ich würde sagen, das buchen wir jetzt noch. Und dann machen wir Feierabend für heute. Uiuiuiuiuiui. Kota hat nicht so Bock drauf gerade. Mhm. Die ist ein bisschen salzig. Neue Logistik verfügbar. Mhm. Ja, jetzt müssen wir auch wieder Karten natürlich anwenden, klar. Oh, nett, nett. So, erstmal das Zeichen rein. So, was heißt genau. Main Event ist klar. Das ist auf jeden Fall klar. Drew gegen AJ. Auftakt ist auch klar. Halt. Das muss auch rein. Das wird auch lustig. Das wird ein richtig gutes Match. Wir werden beide danach verletzt sein. Wahrscheinlich. Und dann gehen wir nochmal. Oh. Oder einer ist tot. Ja, das kann auch sein. Könnte auch passieren. Dann machen wir Kaylee gegen Tegan. So, Werbung. 5. 4. Werbung, da Miss. Miss, natürlich. Oh, ja, Miss. Hast du auch so ein bisschen rausgelassen jetzt, ne? In letzter Zeit. Ja, ja, ich weiß. Tatsächlich. So. Dann kommt der Eumel. Abbrechen. Der Eumel. Mal da jetzt. Beleuchtung, feste Beleuchtung, Effekte und Pyros in Netzwerkqualität. Hui. Hui. 2 Superstars mit 60 Popularität für verschiedene Promotypen buchen. Ah, deine Popularität ist ein bisschen gesunken. Ja, ich weiß. Aber jetzt habe ich das Ziel erfüllt. Also, ja, genau. Gut. Gut. Das sieht doch mal ganz schmackhaft aus, was du da hast. Ja, doch. Würde ich mal sagen. Ja, du kannst sogar die Matches durchrotieren einfach, wenn es dir nicht gefällt. Ja.
Gut, das war meine Show. 178.000 Kosten. Ja, moin. Ja gut, bei dem Pay-per-View kann man das auch mal machen, ne? Ja. Ich dachte, hä? In 3 Wochen, Hieß das es ist rum. nicht. Ja, aber die dritte Woche wäre doch jetzt Nee, die war gewesen. letzte Woche. Ach, scheiße. Na gut, dann ist es halt passiert, was soll ich sagen? Peyton will gegen jemand anders Ging. kämpfen. Ja, okay, von mir aus. Du hast als Ziel So. Ricochet kämpfen lassen. Ja, okay, das kriegen wir hin. Also, Main Event ist erstmal Taker gegen Randy. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Titelmatch, Extreme Rules. Sie werden auch so tot sein, die beiden. Ja, aber ich setze vorher, also machen wir gleich noch bei Taker dann auf jeden Fall mal eine Geht nicht. Wellness-Karte. Ach, geht nicht? Dann ist er raus für die Woche. Ah, okay. Na gut, dann wird das halt danach machen. Gut. Auftaktmatch machen wir Peyton gegen Liv Morgan. Das ist doch eine ganz gute Sache. Normal Match. Eingriff brauchen wir nicht. Das ist okay. So, Midcard Nummer Uno. Da machen wir natürlich das Frauentitelmatch. Bayley im Rückmatch gegen Alexa. Und das machen wir auch ein Extreme Rules Match und Titelmatch. Genau, das passt. Und Bailey ist Wunderbar. gerade wieder fit, will wieder verletzt sein. Kann passieren, da hat sie Pech gehabt. So, Ricochet will ja auf jeden Fall mit Big E zusammen gegen Sheamus und Bobby Lashley, wobei ich dann Big E rausnehmen würde und dafür John Cena genau rein. Machen wir auch ein Extreme Rules Match draus. So, Promo 1 Eigenwerbung für Monsieur Elias. Popularität Dann. 81. Holy shit. Ja, der polarisiert. So, dann Wohltätigkeit. Ja, Ray, finde ich gut. Finde ich gut. Und dann machen wir noch einmal Werbung für. Machen wir Werbung. Mit. Ja, machen wir KO. So, Joe Logistik. Genau. Ja. Das Schöne ist ja, ich nötige dich fast dazu, die teuren Sachen zu kaufen, weil ich sie die ganze Zeit mache. Weiß. Arschloch. Aber das erfüllst du nicht. Nee, was erfülle ich denn davon? Das. Ja, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. So. Und halt! Und dann noch. Karten? Entschuldigung? Willst du Ja. vielleicht auch Karten legen? Ich habe nur gespeichert, du Vogel. Ja, ist klar. Oh shit. Oh shit. Bist du sauer oder was? Oh shit. Ja, aber nicht jetzt. Das geht noch nicht. So, Karten. Gucken wir mal, Karten. Was haben wir denn Den wollte hier? ich. Ja. Ja, genau. Physiotherapie vor dem Match, das kannst du vielleicht bei Taker machen. Wo? Wo? Was? Wie? Oh ja, das ist eine super Sache. Da, Taker, genau. 34 Ausdauer. Ja, das ist nicht so viel. Und was war nochmal Coast to Coast? Schon wieder vergessen. Manager eingreifen. Ah ja, genau. Nee, okay, dann lassen wir das so. Dann ist das so jetzt. Das ist dann so, okay. Dann ist Du das kannst jetzt meine so. Kosten noch verdoppeln, wenn du willst. Nö. Ich habe ja gesagt, wir spielen nicht dreckig. Ich find das voll okay. Du hast dir das erarbeitet, dass du da vorne liegst, was das angeht. Also von da ist das voll okay. Na gut. Buchung So. bestätigen. Da haben wir nur ein Das. Problem. Yep. Ich kann nicht wieder rausgehen. Gut, Das war jetzt ich werde das Problem spannend. erledigen. Ich werde das Problem erledigen. Du hast keine Zeit mehr, sonst würden wir es ja noch durchziehen. Das ist leider richtig, ja. Guti, dann würde ich mal sagen, nächstes Mal gibt es Payback. So sieht's Vielleicht aus. gibt es auch von dir Payback fürs letzte Pay-Per-View, wer weiß. Oh, wer weiß, ja. Diesmal hast du deine Karte nicht. Bringt nichts, wenn ich trotzdem ein 4, ein 3, ein 2,5 und ein 4-Sterne-Match habe. Ja, gut, dafür habe ich halt ein 5-Sterne-Match im Main Event. Nein. Randy gegen Taker bei Stufe 4 in der Rivalität. Boah! Es könnte schon krass werden, ich weiß. Ja, definitiv. Und du hast nicht mal deinen Golden Boy aufgestellt. Ich ein Golden Boy. Also du hast ihn nur als Promo. Nur weil du willst. Mein Golden Boy ist ganz unten rechts. Das ist, na, bis jetzt tatsächlich, also wenn man wirklich mal die Statistik betrachtet, ist das bisher noch nicht. Nee, dann ist das Rhea. Rhea und Drew. So sieht's nämlich aus, Aber ich genau. habe AJ auch erst die zweite Ja. Woche. Ja, natürlich. Nee, ich glaube, die Dritte. insgesamt dritte Ja, ist es, ja. ne? Ja, ich Ja, habe ihn aber nicht ja. genutzt in der ersten. Genau. Genau.
Ja, aber das kommt noch, das kommt noch. Ja, pushen, 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 Da pushen. mache ich mir auch keine Sorgen, ehrlich gesagt, was das angeht. Das weiß ich. Willkommen bei Guti. deiner ersten Show. Guti, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Ey.